Herzlich willkommen zu unserem Bautagebuch des Zen Garden Paraguays, erster Teil. In diesen kurzen Videos werden Sie den Baufortschritt sehen, wie wir Schritt für Schritt unseren Zen Garden aufbauen. Und gerade im ersten Teil sehen Sie nachher gleich in einer kurzen Diashow, wie das Gelände auch ausgesehen hat, wo wir es gekauft hatten. Nach ein paar Fotos zeige ich Ihnen dann auch, aufgenommen mit einer Drohne, ein, zwei, drei kleine Rundflüge, dass Sie sehen, wie das Ganze auch mit lebenden Bildern aussieht. Auf diesem Bild sehen Sie, wie das Grundstück aussieht, und zwar in die Richtung fotografiert, wo später der Garten entstehen wird. Das ist der Blick von der Straße auf der anderen Seite des Grundstücks, wo die Doppelhaushälften entstehen werden. Auf diesem Foto habe ich einfach den Winkel ein bisschen verändert, aber genau die gleiche Richtung. Hier werden die vier Doppelhaushälften H1 bis H4 entstehen. Und von der gleichen Position nochmal in Richtung des Gartens, des späteren Gartens fotografiert. Links sehen Sie die Straße, die vorbeiführt, und die Bäume auf dem Grundstück, die wir auch alle erhalten möchten. Und das war der Tag des Spatenstichs. Und Sie sehen schon, wir sind natürlich Feuer und Flamme dafür, ja, wo es losging, und sind jetzt natürlich auch immer noch voll begeistert. Und ich hoffe, das kann man auf dem Bild richtig gut sehen. Hier ein Foto von unserem Architekten mit seiner Frau auf der linken Seite, Nathalie, und mir. Das erste, was wir gebaut haben, ist die Hütte zum Lagern von Baumaterial, denn gerade Zement, sollte es mal spontan regnen, ist natürlich mit Wasser überhaupt nicht gut kombinierbar, zumindest nicht, wenn er nur gelagert werden soll. Und genau deswegen haben wir hier eine Baumaterialhütte aufgebaut. Wenig später sind dann auch die ersten Materialien geliefert worden. Sie sehen hier die Ziegel im Hintergrund, die wir nur für den Bau der Mauer benutzen. In Handarbeit sind dann auch alle Gestelle vorbereitet worden von den Bauarbeitern, die wir für die Säulen für die Mauer benötigen. Und hier liegen sie vorbereitet und warten einfach darauf, benutzt zu werden. Auch so Kleinigkeiten, und ich glaube, das sind auch nette Geschichten, die man einfach so mal gehört haben muss. Sie sehen hier natürlich das nötige Übel, was man natürlich immer ab und zu hat, eine kleine Toilette. Das ist aber hier in Paraguay nicht selbstverständlich, und wir haben das extra auch in den Vertrag mit reinschreiben lassen, dass wir ständig eben eine Bautoilette haben, die auch natürlich regelmäßig alle zwei, drei Tage geleert wird. Hier auch mal einfach ein Bild, wie sieht denn so es unterhalb von einer Säule aus, die wir für die Mauer benötigen, und Sie sehen hier das Fundament unten schon mit Zement aufgefüllt. Rechts an der Seite sehen Sie, wie das Gestell nach oben geht, und das wird später dann nochmal mit Erde aufgefüllt, wenn es ausgetrocknet ist, und natürlich das Gestell wird mit Zement auch dann aufgegossen, sodass Sie hier eine stabile Mauer haben. Aber das sehen wir gleich auch noch auf anderen Fotos. Hier sieht man es sehr deutlich, nachdem das Fundament getrocknet war, wurde wieder Erde aufgeschüttet und dementsprechend dann auch, Sie sehen hier mehrere Säulen und unten dann eben auch gleich schon etwas geziegelt. Ja, hier sehen Sie dann, wie die Mauer mit der schwarzen Farbe, dem Feuchtigkeitsschutz, aussieht, und im Vordergrund sehen Sie drei Hochbeete. Nathalie konnte sich einfach nicht zurückhalten und hat gesagt, sie möchte gleich loslegen, und überraschenderweise, wir werden auch noch mal ein eigenes Video machen, Sie sehen schon, die linken beiden Hochbeete, die sind recht grün, und ich kann Ihnen sagen, die Salate und alles, was wir in relativ kurzer Zeit schon ernten konnten, wir essen es sehr gerne und es schmeckt hervorragend. Nachdem dann die Schutzfarbe getrocknet war, hat man mit dem Ziegeln angefangen, man hat die Mauer hochgezogen, und Sie sehen, zwischendrin sind noch Holzbretter in der Mauer. Die sind dafür da, das sind dahinter die Metallstangen, und das wird dann eben nochmal mit Zement aufgefüllt, sodass die Säulen, die Stützsäulen, auch nach oben gezogen werden. Und hier nochmal ein Bild von der Straße aus fotografiert, dass man auch ein bisschen die Dimensionen erahnen kann. Sie sehen jetzt hier fast die gesamten sechs Lote,
Und Sie sehen links hinten die Mauer, die Sie gerade im Großformat gesehen haben. Und wir werden jetzt im ersten Schritt die Mauer ganz um den Gartenteil herumziehen. Eben auch als Schutzmaßnahme, dass die gesamten Baumaterialien, die wir dann für die Häuser und für den Fitnessraum und für den Pool und fürs Kinsche und so weiter benötigen, dass die eben auch geschützt auf der Baustelle liegen können. Ich habe das Ganze auch nochmal vergrößert, damit es man ein bisschen besser sieht. Man sieht dann erst die Mauer, wie die dann in Relation richtig klein wird und verschwindet. Aber es sind eben auch knapp 2800 Quadratmeter und ja, eine schöne große Fläche. Und der Garten wird fast die Hälfte mit 1400 Quadratmetern einnehmen. Und da werden wir, wie gesagt, Hochbeete pflanzen und es wird auch genügend Plätze geben, wo man sich dann in eine Couch-Sitzecke hinsetzen kann und das Gelände genießen kann. Und jetzt das letzte Foto, noch ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Und zwar das Thema Müllentsorgung. Bei uns stehen immer 2 bis 3 Container rum und Sie sehen es hier, die werden dann natürlich, wenn sie voll sind, auch abgeholt und entleert. Das ist nicht immer so der Fall, haben wir gesehen. Der ein oder andere Bauunternehmer entlädt auch seinen Müll deutlich kostengünstiger, natürlich ohne Container, auf unbebaute Nachbargrundstücke. Und da wachsen dann immer so kleine Müllberge. Aus unserer Sicht auf jeden Fall ein absolutes No-Go und genau deswegen gibt es natürlich bei uns auch die Müllcontainer. So, und nach diesen paar Slides kommen jetzt auch noch ein paar Aufnahmen, die wir mit unserer Drohne gemacht haben, damit Sie vom ganzen Gelände mit der Mauer mal sehen können in bewegten Bildern, wie sieht es denn aus, wie sieht es davor, dahinter, daneben aus. Und da wünsche ich Ihnen einfach jetzt viel Freude beim Anschauen und Genießen für die nächsten 2 Minuten. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen viel Freude gemacht und Sie können sich jetzt ein viel besseres, ein lebhafteres Bild machen. Natürlich, die Gebäude stehen noch nicht, aber einfach, dass man einfach auch sieht, wie ist die Natur, wie ist das drumherum, wie grün ist es da, andere Gebäude. Ich glaube, gerade mit den Aufnahmen mit der Drohne konnten Sie sich ein wesentlich besseres Bild machen. Ich sage danke, freue mich, wenn Sie auch wieder im Teil 2 reinschauen. Bis dahin, Ihr Zen Garden Team.